Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4, Zeit für Freunde. Ich habe dann doch noch andere Toiletten gefunden. Musstet ihr nicht gerade eben beide noch auf die Toilette? Warst du schon? Hä? Also ich war schon. Ich habe dann doch noch die andere Toilette gefunden. Unter dem Wort Toilette. Echt, wer hätte es gedacht? Debug-Menü Toilette suchen. Und dann ist da auch Toilette. Wirklich unfassbar, wer hätte das gedacht? Ich habe gar nicht gedacht, dass das... Ich habe irgendwie völlig verdrängt, dass die im Basisspiel ja enthalten sind. Sowas Dämliches ist. Aber das sieht jetzt wenigstens gut aus. Das passt jetzt auch rein. Und guck mal, da läuft Ronan. Rohan. Nicht Ronan. Aber ich sag gerne Ronan. Aber es ist Rohan. Was ist denn jetzt mit ihr los? Spontan verspielt? Weil er gerade irgendwas an ein Objekt ausgepackt hat, was verspielte Dekor gibt. Das Ding da. Alles klar. Okay, ihr zwei Süßen. Federbader von einem Toilettenhäuschen steht. Siehst du, wirst du eigentlich vor Peinlichkeit sterben. Du darfst dich wieder umziehen in deine gewöhnten Alltagsklamotten. Hier in deine biederen gewohnten Alltagsklamotten. Und ja, dann reisen wir wohl auch beide mal wieder nach Hause. Eieiei. Das war ja ein Tag für die zwei. Ich meine, wir haben ein bisschen Geld verdient. Ein kleines bisschen. Ein wenig. Naja, etwas. Und es war nicht leicht, Geld zu verdienen, muss ich dazu sagen. Es hat sich doch recht schwierig gestaltet, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Denn Leute zu überreden, was kaufen zu wollen, war schon ganz schön heftig. Das finde ich ehrlich gesagt, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unrealistisch, dass man stundenlang auf Leute einquatschen muss, damit sie etwas kaufen. Das macht, wie ich persönlich finde, nicht so viel Sinn. In einem Geschäft. Das sollte irgendwie von alleine gehen. Man sollte als Sim andere Dinge machen. Klar, sich mit den Leuten unterhalten und auch Sachen vorstellen und so, aber es sollte von alleine, sollte der Balken steigen, dass die Sims in dem Geschäft sind und von alleine langsam der Balken steigt, ob sie was kaufen wollen oder nicht, oder sie entscheiden sich halt zu gehen. Da habe ich auch kein Problem mit. Ja, das ist so, es sollte so zwei Barometer geben. Grünes Barometer, ein rotes Barometer, so ein Mäh, gefällt mir nicht, Mäh, gefällt mir nicht und gut, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Und dann steigen halt verschiedene Balken und je nachdem entscheidet man sich dann für ein Objekt. Ach, naja. Okay, gut, die beiden sind jetzt zu Hause. Dann würde ich sagen, Sally hat Hunger. Wie wär's, wenn du was zu Abend kochst? Abendessen servieren. Oh, Knoblauchnudeln. Nee, letzter Zeit esse ich selber so viel Knoblauch, ich kann es nicht mehr sehen. Fleischbällchen hatten wir auch schon ganz oft. Wie wär's einfach mit schlichten Spaghetti? Und Berat geht sich jetzt nichts am Kühlschrank holen. Hase, das musst du jetzt nicht. Du kannst hier aufräumen gehen. So ist brav. Wir haben sogar die Interaktion abgebrochen. Sarah geht nach unten Sport machen oder so. Oh, dann ist ja richtig Party, ist ja Versammlung hier. Was ist los hier? Lass dich mal drücken, Liebling. Ich habe ein kleines Problem und so. Ich gehe dann mal wieder. Ich will auch gedrückt werden. Ich würde jetzt sagen, wir gehen schlafen, oder Satz? Gehen wir jetzt schlafen? Ich stehe nur noch ein bisschen rum hier. Willst du nicht schlafen gehen, Jacob? Leg dich doch mal dazu ins Bett. Okay, also Sally will schon wieder oben kochen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist einfach, weil da der Geschirrspüler ist, geht das irgendwie nicht. Du kannst ja nicht kochen, die Tür ist für dich abgeschlossen, Mädchen. Ach, wir müssen was ändern. So süß quasi jetzt ja auch hier mal die Eckküche war. Eine mehr. Und ein bisschen Wand mehr. Und das hier noch rein. Ja. Ja. So. Jetzt sollte genügend Platz zum Kochen sein. Dann haben wir jetzt halt einfach die Wand ein bisschen hier erweitert. Es geht doch auch. Macht das Ganze auch ein bisschen kuscheliger und gemütlicher. Dann kannst du jetzt nochmal Abendessen servieren und nochmal Spaghetti machen. Und Berat kann hier hingehen. Geh einfach mal hier hin. Und schalt dir doch deinen Fernseher an und guck dir irgendwas an. Du brauchst Spaß, also guck dir ein bisschen Fernsehen an, hm? Klar, gute Idee. Ich habe heute voll gut Mode gemacht und eigentlich könnte ich auch mal so Modetipps gucken. Gibt es Modemagazin, so Fernsehen und so? Hashimoto. Voll gut, der hat gerade Hashimoto gesagt, gibt aber nicht, ne? Ja, so die Teenager-Sachen. Wenn du die Teenager-Sachen guckst, das ist ja mehr so etwas, das durchaus für Sally kocht auf dem neuen Platz, ne? Ja, sehr gut. Sie kann nicht auf der Geschirrspülmaschine kochen. Das mache ich zwar oft genug, aber egal. Kannst du bitte umschalten? Hashimoto Shikumo Cerebo! Dann guck dir dann
Er setzt sich hin und guckt jetzt das an. Wie hast du das gerade gemacht? Sie hat das Brett gerade gewechselt, die Tomaten waren weg. Genau, dann kannst du dir Inspiration holen für Teenager-Sachen. Was sie für Klamotten tragen, das geht voll nicht. Ich glaube, ich muss neue Modellinie für Teenager entwerfen, wäre so richtig gut. Muss ich mal kaufen, neue Zeitung und so, weil ich gucke Modemagazine und gucke, was da Trend ist und so. Ja, er ist auf jeden Fall sehr interessiert an all dem. Das ist doch gut. Wir sind ja schließlich hier nicht bei der Teufel trägt Prada, wo er jetzt die perfekten Klamotten abliefern muss. Oh, und Sally ist immer noch alles peinlich. Mann, das war ein anstrengender Tag. Bibera, magst du auch Spaghetti haben? Für eine öffentliche Toilette benutzt. Spaghetti sind jetzt fertig. Okay, kein Problem, muss ich mir Spaghetti, warte. Hast du übrigens heute den Laden sehr gut gemacht, muss ich sagen, hast du sehr gut gemacht. War sehr angenehm. Ja, okay. Fühl mich jetzt gar nicht so wohl damit. Ah, nee, ich fand's gut. So, ich mach mal hier kurz aus, ne? Oh, sie ist völlig fertig und total müde. Ey, wir haben voll viel Geld verdient, wir können voll mega stolz auf uns sein und so. Ja, muss man sagen, können mega stolz auf uns sein. So steht mich hier dazu. Kannst du sie so ein bisschen belohnen? Loben, weil ich nicht belohnen. Belobigen darüber, dass sie sich so gut gemacht hat? Also ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Heute mit die Verkaufen auch und die Klamotten an dir haben gut ausgesehen. Weißt du, das, du hast gute Figur, ist Kleidergröße 36, ist genau Durchschnitt, perfekt. Oh, okay, danke, ja. Okay, die Spaghetti schmecken nicht so richtig. Ja, Mann, du kannst sonst so gut kochen. Was ist los mit dich? Ja, war nicht so mein Tag. Hab Salz mit Zucker verwechselt, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. So what a baby. Also ich muss sagen, die Klamotten haben dir sehr gut gestanden. Dafür, dass du sonst immer so aussiehst wie so Leseratte, weißt du so. Jetzt ohne, dass es jetzt abwertend gemeint ist. Weißt du hier, ich will dich jetzt nicht runter machen, ne? Dass du nicht verstehst. Keine Fliegen und so. Oh, Sally ist müde. Aber für deine Figur war Klamotten echt gut. Und das hat auch andere gefallen und haben gekauft und so. Finde ich gut. Sollten wir drüber nachdenken, öfters so machen. Ja, ich weiß nicht. Ich gehe jetzt abwaschen und dann schlafen. Darüber schlafen, vor allen Dingen stundenlang. Wir haben den Geschirrspüler gerade kaputt gemacht, nicht wahr? Ja, alles klar. Dann gehst du jetzt schlafen. Gute Nacht, Berat. Ich krass, gute Nacht, Mann. Schmeiß den Teller einfach weg, das sind sowieso Wegwerfteller. Musstet ihr nicht irgendwie Hausaufgaben machen? Sie ist schon wieder energiegeladen. Also die Hausaufgaben machen. Akito muss sie ja nicht jeden Tag machen, er ist ja eh schon total der Oberstreber. Mann, ich fand voll gut, wie die Sally das gemacht hat. Heute mal so, ne? Mit den Klamotten sah sehr gut aus, sehr niedlich. Aber es ist noch nicht so ganz ihr Style. Ich glaube, ich möchte Sachen machen, die ihr gut stehen und so. Wäre vielleicht eine gute Idee. Bisschen jugendlicher und so. Sie sieht so alt aus, aber ist sie so jung. Boah, krass. Meine Lieblingsserie habe ich als Kind voll so gerne geguckt, Mann. Digga, das war mein Lieblingsmonster, ey. Krass. Nein, ey, da hat er voll platt gemacht. Traurig. Ich kann mir vorstellen, dass Berat so ein richtiger kleiner Zocker eigentlich war. Ey, stell dir vor, Berat, ne, als er noch ein Kind war, so richtig dicke Brille und hat immer stylische Klamotten und sowas, aber getragen war immer so ein bisschen pummeliger und alle Kinder haben ihn immer aufgezogen und er wollte halt unbedingt Modedesigner werden und alles und es ging halt nicht, schon gar nicht als Halbtürke, war das so doppelt schwierig, er musste Klischees erfüllen, das hat nicht so geklappt. Und dann ist er in seiner Teenagerzeit später so voll der Checker geworden, so richtig so... Wo du so wirklich so denkst, so der Klischee-Türke. Wo du da einfach so denkst, so boah, ey, musst du die Klischees alle erfüllen? Aber er hat sich damit wohlgefühlt und jetzt hat er seinen Mittelweg gefunden. Ich muss ja sagen, ich mag Klischee-Türken. Ich oute mich jetzt mal ein bisschen, aber ich finde das, ich mag gewisse Klischees einfach total gerne. Und wenn man mit gewissen Klischees auch aufgewachsen ist, so wie ich, dann man sieht nicht nur die negativen Seiten davon, sondern auch die positiven Seiten. Und Berat, finde ich, vereint das so ein bisschen. Hat so ein bisschen was vom Klischee-Türken, aber auch seinen Kindheitsträumen zusammen sich erarbeitet und geht jetzt seinen ganz eigenen Weg halt, wie er sich wohlfühlt. Es ist ja wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass die anderen Menschen durch einen selbst nicht beeinträchtigt sind. Und ich finde, er macht das ganz gut, ne? Also, wenn die auch mal langsam schlafen gehen, ist schon 2 Uhr nachts. Weißt du, so viel Inspiration und so ist ja gut, aber schlafen ist besser. Hm? Leg dich doch mal hin. Du bist auch noch viel zu wach hier, junge Frau. Ist ja unfassbar.
Dann kannst du mal bitten, nicht das Monster einzusprühen, sondern sag ihm noch mal, es soll... Kannst du ihm nicht sagen, es soll weggehen? Du kannst ja mit ihm reden, aber es wäre trotzdem ganz gut, wenn das Monster verschwinden würde. Es wäre wirklich ganz gut, wenn das Monster verschwinden würde. Können wir das irgendwie sagen? Das ging doch sonst immer. Sagen, dass es verschwinden soll, dann... Wir können jetzt immer noch nicht schlafen, weil wir jetzt wieder mit ihm geredet haben und wieder total fit sind. Also diese Sachen bei dem Monster unter dem Bett war erst eine gute Idee. Aber danach finde ich jetzt, langsam wird sie echt lästig, dass man dann jedes Mal dieses Energie geladen hat. Und all das. Es gab doch diese Lampe gegen das Monster unter dem Bett. Es gab eine Lampe, die man dagegen einsetzen konnte und dementsprechend möchte ich das jetzt bitte... welche Lampe war denn das? Nein, das war die nicht. Es gab irgendeine Lampe, die man ans Bett anbringen konnte und dann kam das Monster nicht mehr. Hieß es zumindest. Oh, ich finde hier aber nichts. Warst du das? Nee. Irgendjemand hatte mir das in die Kommentare geschrieben und dann hatte ich es nachgelesen und dann stimmte das und habe ich mir gedacht, das ist doch voll super. Wow, das ist viel Text. Koala-Bären, Gute-Nacht-Lichtlein, den Lichtern schlafen. Ach, das ist ja süß. Super hell in der Nacht, bei diesen Schmetterlingen das Herzlein lacht. Breite die Flügel aus, beginne zu glänzen. Das helle Licht, das lasst uns tänzeln. Helle Nacht, der Schmetterling erwacht. Oh, Schmetterling, du kannst vertreiben die Angst. Kann das vielleicht der Schmetterling? Aber dann, den haben wir doch schon. Du kannst vertreiben die Angst. Das bringt aber nicht wirklich was. Vielleicht kann er die Angst vertreiben, sodass man dann keine Angst mehr hat, wenn man sich das anguckt. Ich weiß es nicht. Warte. Hä? Aber das sind doch auch gar nicht alle Objekte gewesen. Oder waren das wirklich alle Objekte aus dem? Ich habe irgendwie das Gefühl, I missed something. Das kam aus den Kinderzimmerdingern. Ja. Hier fehlt doch auch irgendwie Deko. Ne, die Deko ist da. Da gibt es keinen Divock auf. Oh ne, Moment. Ich muss den Cheat erst wieder eingeben. Warte, ich muss ihn kopieren, sonst kann ich das nicht. Moment. Testing Cheat True. Da jetzt das. Und jetzt kann ich Debug eingeben. So. Ich glaube aber, ich habe nichts verpasst. Nee. Oh, ich bin völlig verwirrt. Ich frag mich, wo das dann... Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Ihr wisst es sowieso wieder besser. Ihr wisst es sowieso immer alles. Ihr wisst immer alles. Das ist so krass, Leute. So. Du bist jetzt viel zu wach, um schlafen zu gehen. Kannst ja so lange sitzen. Hier ist auch ganz schön kahl geworden. Aber wir haben halt einfach auch kein Geld, jetzt was Neues zu kaufen dafür. Wie geht's hier arbeitstechnisch voran? Du wirst sowas von bald gefeuert. Headphone Manager, der nie arbeitet. Das ist einfach nicht machbar. So, du kannst du jetzt schon mal früh am Morgen aufstehen. Du bist nämlich eigentlich wach. Kannst das verwenden. Kannst was essen. Wir kümmern uns gerade mal ein bisschen um die. Paddle haben sich auch gewünscht, dass Svenja und er ausziehen. Und dann dafür hier andere interessante Sims einziehen, die vielleicht auch nur Beiwerkbewohner sind, aber dass man einfach mal andere hat. Ich weiß nicht, inwiefern konkret ihr das okay findet. War das richtig? Aktien erforschen, ja. Meint ihr, das könnten wir machen? Wir könnten Svenja und ihn ausziehen lassen? Weil ich meine, ich weiß nicht, ob wir uns hier noch... Wir könnten halt... Also, jetzt habe ich League of Legends gestartet. Ich hasse das Ding im Fenstermodus, voll die Hölle. Nein, geh weg, Launcher. Nein, geh weg! Danke. Ja, danke. Ich meine, momentan sind ja Sarah und Jacob so ein bisschen Nebenfiguren, weil sie halt einfach ihr Leben führen, wie sie glücklich sind. Und wir haben halt quasi aktuell nur das hier so als Hauptpärchen. Und dann natürlich noch Yuki und Sam, die auch bald wieder ziemlich in die Mitte des Geschehens, in die Mitte des Geschehens rücken werden. Und Moe und Marvin aktuell. Wenn Thorsten und Mikesh erst interessant werden wieder, wenn es ins nächste Add-on geht, dann möchte ich auf jeden Fall mit denen wieder was unternehmen. Ja, deswegen ist halt die Frage, lassen wir quasi
noch andere Sims hier oben einziehen, die dazugehören, die da irgendwie mit reingehören, die interessant sein könnten. Vielleicht ein Sim, der einen interessanten Charakter prägt. Vielleicht auch, ich hatte halt auch überlegt, ob wir hier, ja, irgendjemanden reinbringen könnten, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, die ganze Bude ein bisschen aufmischt, ein bisschen kontrovers ist, ein bisschen schwierig ist. Oh Mann, Akito, Akito, mein lieber kleiner Akito. Ich meine, wir werden die Teenager altern lassen und wir werden dann mit ihnen in der Großstadtwelt weiterspielen. Ja, guten Morgen, Akito, guten Morgen. Ja, wenn du Hunger hast, isst du was. Hopp, hopp. Guck dir an, du hast die Toilette schon wieder zerkackt. Was mit dir? Du bist doch auch fit. Kannst du auch was zu essen machen? Hier öffnen. Holst du dir was? Du musst bestimmt wieder freundliche Interaktionen machen. Das kriegen wir hin. Nebenbei ein bisschen quatschen. Es läuft eigentlich immer ganz gut, wenn man einen Partner hat dann. Deswegen weiß ich nicht. Ich frage euch das gerade mal. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Und ich würde auch ganz gerne mal wieder ein paar Baufolgen starten. Wir haben nur momentan wahnsinnig viel Content auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, wer das alles gucken soll. Ich hätte Bock auf Bauen, aber ich glaube, das machen wir erst mit dem nächsten Add-on. Dass wir dann da richtig anfangen, nochmal zu bauen. Es kommt ja auch nochmal so ein Gameplay-Pack. Und dementsprechend würde sich das anbieten. Tja, hier ist jemand total fit. Du solltest trotzdem dann nochmal eine Runde schlafen gehen, Hase. Jacob ist nicht total fit. Der kann dann danach halt direkt auf die Toilette. Oder auch jetzt. Ist auch kein Problem. Hier stinkt was. Weg damit. Danach kannst du ebenfalls hier was davon essen. Jeder isst Sandwiches. Was ist los, Sarah? Ich habe auch Hunger. Es wäre jetzt vielleicht doch mal hier so eine Möglichkeit, was zu essen oder so. Ja, sehr schön. Weil die sind halt momentan, kann ich nicht so, sie wird dann altern, sie wird ein Teenager, damit wird es nochmal interessanter, ist völlig klar. Aber aktuell kann ich mit ihnen nicht so viel anfangen. Wir haben jetzt die Story um Berat und Sally, um die ich mich kümmern möchte. Und da wäre vielleicht ein interessanter Sim, der hier oben lebt. Weil, ich meine, die beiden, ne, was soll ich sagen, wollen vielleicht auch mal sich weiterentwickeln, Kinder kriegen und da ist die Wohnung zu klein. Und dann wäre es halt sinnvoll, dass die beiden sagen, jo, wir ziehen aus. Und schreibt es mal in die Kommentare. Wollen wir vielleicht hier oben jemand Interessantes einziehen lassen und so? Wäre das so die Idee? Könnte man das sagen, dass das so eine machbare Sache ist? Und wenn ja, wen? Jemanden aus der geplanten, von den geplanten Sims, die ich mit euch zusammen erstellt habe, die ja quasi unseren WG-Platz hier unten gewonnen haben? Wie wäre das, dass dann da oben noch eine Wohnung frei wird? Oder sollen wir jemanden völlig neuen erstellen? Oder schon jemanden vorhandenen einziehen lassen? Ich meine, wir können ja mal in die Weltenverwaltung gerade nochmal kurz gehen. Eure Ideen, eure Stories haben ja immer schon das Let's Play stark erweitert. Dementsprechend würde ich das natürlich auch gerne so weiterführen. Dum, 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 da, dum, dum. So, also ich meine, wir haben zum Beispiel ja auch immer noch hier unsere Selina Sandig. Die war eigentlich ein ganz interessanter Charakter. Die hat ja richtig Probleme mit ihrem Verlobten gehabt. Die waren ja irgendwie gar nicht mehr richtig zusammen. Und es ist eine blöde Situation, wenn die da zusammen im Haus wohnen. Die sind ja interessante Charaktere. Wir haben natürlich aktuell eine Chloe, die quasi sich eingenistet hat bei einer Freundin. Wir könnten natürlich Chloe dort einziehen lassen. Das wäre natürlich interessant, die sich ein bisschen mit Sally auch anfreundet und mit Berat. Und dann... Also geplant ist ja, nur um das mal zu sagen, in der neuen Stadt hätte ich gerne Berat und Sally, die halt versuchen, in dem Großstadtleben dieses Luxusleben zu führen, was Berat sich vorstellt. Also sie so als zwanghaft als Model quasi so ein bisschen gezwungenermaßen, weil sie sich nicht traut, Nein zu sagen. Und Berat als Modedesigner so ein bisschen, ja, ne, ich weiß nicht, so ein bisschen dieser Lifestyle. Wir rücken ein bisschen in den Hintergrund, ist eine langsame Storyline, um die wir uns kümmern werden. Hauptsächlich geht es dann um unsere erwachsen werdenden Teenager, soll heißen Akito und Mio und Amanda und Rohan und Chloe und Sina war das, Sina oder Tina? Sina und Tina gleichzeitig noch mit. Und dann haben wir auch schon, ja, quasi so die Hauptcharaktere, die so ein bisschen damit durchblicken sollen. Und da wäre es natürlich auch interessant, wenn Chloe, die ja
jetzt erwachsen werden muss und festgestellt hat, scheiße, ich muss arbeiten und wie läuft das alles? Und sie fotografiert, Alter, das ist so, warum musste ich ihr blaue Haare geben, sie von zu Hause weglaufen und wenn sie jetzt auch noch fotografieren cool findet, ist das schon alles ein bisschen strange. Ja. Ja, ja, life is strange manchmal. Dass sie dann halt quasi sagt so, ja, ich mache ein bisschen Modefotografie und Berat macht die Mode und wir haben Model. Wäre das so eine interessante Idee? Was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Sims 4. Warum ist der Ton jetzt weg? Hallo? The Sims 4. Zeit für Abenteuer, Zeit für Freunde, Zeit für schwierige Handlungen und verstrickte Stories. Und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir singen.